Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker und wir sind hier heute unterwegs beim BMW GTO SK Showcase. Ja, und ich habe ja in der vorigen Runde den BMW M3 GT2 freigeschaltet. Ja, und habe mir gedacht, den muss ich doch gleich mal auspacken, denn der hat wirklich ordentlich geil ausgesehen. Ja, und hier sehen wir ihn schon in diesem bunten Design, was auch immer das darstellen soll, für wem das auch immer eine Werbung sein soll, keine Ahnung. Und ab geht es hier auf den Twin Ring Motegi Raceway nach Japan. Ja, schauen wir mal, ob wir dort irgendwas reißen können. Es handelt sich ja hier um ein Fahrzeug der Klasse, was war es, R3 oder R2, irgend sowas, auf jeden Fall was ordentlich Schnelles, also nicht mehr so ein Herumgetuckere wie mit den anderen Karren. Und ja, da wird das Gas geben und Lenken schon eine sehr empfindliche Geschichte. Ein bisschen zu viel von irgendwas von den beiden und schon segelt man ab. Der einzige Vorteil bei diesem Fahrzeug, ja, ihr seht es, der klebt förmlich auf der Straße. Ja, hier noch ein bisschen ein Blick auf das Fahrzeug. Ja, wirklich ein Spacig, geiles Design, gefällt mir irrsinnig gut. Wäre doch was fürs reale Auto. Da würdest du sicher auffallen in der City. So, und dann stellen wir hier schon an den Startplatz und ja, hier sehen wir das ordentliche Cockpit, Digitalanzeige, Power ohne Ende und los geht's hier. Ja, man hört schon beim Gas geben, da wird ordentlich Power durch den Motor gejagt, auf die Übersetzung geschoben und dann gleich ja, da vorne der erste rast gleich hier gegen die Wand durch über den Schotter hoch und ja, ich halte mich hier im Mittelfeld auf und versuche mal was Ordentliches zusammenzubringen. Ja, der Motegi Raceway hier ist mir zwar kein Unbekannter, aber ich brauche trotzdem ein, zwei Runden. Ja, bei drei Fahrrunden ist es eben schon blöd, bis ich hier reinkomme, bis ich mich an die Kurven gewöhne, bis ich das wieder hier in meinem Hirn abgespeichert habe, dass ich mich zumindest in der dritten Runde darauf konzentrieren kann, ja, die Gegner zu bekämpfen und nicht hier mein eigener Gegner zu sein. Zum Fahren ist dieser BMW M3 recht nett, denn er ist sehr, ja, er klebt wirklich förmlich auf der Straße, also er ist nicht sehr empfindlich, was es betrifft, was ich vorhin angesprochen habe, dass man hier sich extrem leicht verlenkt. Das Einzige, was natürlich schon ein Thema ist, ist einfach das Gaspedal. Wenn so viel Power da ist, ja, dann ist irgendwo mal der Grip, der Punkt erreicht, wo der Grip eben nicht mehr zieht, da gehen die Räder dann durch und da heißt es eben vorsichtig Gas geben, aber wenn ihr genau zuhört, merkt ihr vielleicht, dass ich wirklich einer bin, der nicht immer voll auf dem Gas draufsteht, sondern es öfteren auch mal mit dem Gaspedal ein bisschen spielt, um eben den Grip wieder zu haben, beziehungsweise damit auch ein bisschen zu steuern. Man kann ja ein Fahrzeug auch lenken mit dem Gas und mit der Bremse, Gaspedal und Bremse. Wenn man Gas gibt, dann ja, fährt das Fahrzeug eher ein bisschen gerader weiter. Wenn man bremst, dann neigt es eher dazu, in die Kurve reinzufahren. Also natürlich je nachdem, wie die Radstellung ist. So, und der Kollege hier fliegt auch wieder ab. Und ja, es ist eben ja, der Grund, ich spiele ohne Fahrhilfen, ja, nicht ganz, wäre es gelogen. Also ABS habe ich eingeschaltet und eben die Automatik. Aber alles andere ist aus, also Traktionskontrolle, Stabilitätsprogramm, nö, das hat hier nichts verloren, ist alles deaktiviert und ich muss sagen, es fährt sich, wenn man es gewohnt ist, wesentlich besser. Ich hatte es natürlich anfangs auch eingeschaltet, schon deshalb, weil ich am Anfang gar nicht so richtig gesehen habe oder gewusst habe, erstens, was das alles ist und wo man das alles deaktivieren kann. Aber seitdem ich es ausgeschaltet habe und die ersten paar Races mich eingewöhnte, muss ich sagen, absolut geil, absolut mehr Fun. Also ich finde es, also jeder, der mit Fahrhilfen fährt, kann ich mal empfehlen, schaltet sie aus, gebt euch dann selbst ein paar Runden Eingewöhnungszeit. Ihr werdet sehen, ihr werdet vermutlich, ich schätze mal, schneller fahren, denn man kann weitaus mehr machen und es macht weitaus mehr Spaß. So, ich bin hier am Platz 1 von 8, habe mich vorgekämpft. Hat eh lange gedauert, denn so manche Races, was es gibt, da bin ich schon in der ersten Runde vorne, hier erst in der zweiten und hier auch eher schon in der letzten Kurve. Das heißt, eine Runde ist hier noch zu bewältigen. Ganz vorne mit dabei, immer eine gefährliche Geschichte, wenn man dann auf die erste Kurve zukommt, denn ich orientiere mich da ganz gerne an die vor mir Fahrenden. Ja, außer natürlich, die fliegen dann vorne ins Kiesbett und ich mit Vollgas hinterher oder eben, ja, ich bremse einfach zu früh oder knall ihn einfach drauf.
aber hier schaut es an und für sich recht gut an aus, obwohl ich schon merke, dass die Gegner ja schon hier ein bisschen nachziehen, zu versuchen zumindest. Man sieht hier, ja, ein bisschen Abstand ist es schon. Ein bisschen blödeln könnte man, allerdings soll es nicht zu viel sein. Auch so eine Sache, wenn ich alleine vorne fahre, dann fehlt mir so ein bisschen das Gefühl für den Speed. Sprich, es fehlen mir die Bremslichter von den Kollegen, die einfach dann rechtzeitig in die Eisen steigen und mich mehr oder weniger vorwarnen, dass es in eine Kurve kommt. Dann ja, ist es schon öfters vorgekommen, dass ich einfach absegle, weil ich zu viel Speed drauf hatte. So, aber hier geht es nun in die letzten Kurven. Eine scharfe links noch. Rechtzeitig bremsen. Ja, rechtzeitig. Die Reifen quietschen schon. Gut, geht sich wunderbar aus. Und dann geht es jetzt auf die Gegengerade und dann kommt noch eine langgezogene Rechtskurve. Ich kann mich erinnern, da bin ich auch schon öfters draußen gelegen. Ja, und hier, ihr seht es, da wird es auch schon wieder sehr, sehr knapp. Aber Gott sei Dank noch abgefangen. Und jetzt geht es hier über das Ziel hinaus. Und im Anschluss gibt es dann einen Replay von der ersten Runde und die kommen da los, damit ihr sie genießen könnt. Und das war's auch dann schon wieder. Ihr seht, keinen Schaden abbekommen, ein schönes Rennen gefahren, Punkte abkassiert. Einen Bonus hier. Gibt es was? Gibt es nicht? Schauen wir mal für den Affinitätsbonus. Mal bitte noch 4000 Punkte hinzu. Damit sage ich danke fürs Zuschauen. War meine Freude, dass ihr dabei wart. Freue mich auf Feedback, Kommentare. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.